Präsentiert von Vulcano Brennstoffe. Hier haben wir jetzt einen wassergeführten Holzvergaser, Kaminofen, der neben der thermischen Energie auch noch elektrischen Strom erzeugt, um die Heizungspumpen und das Staubzuggebläse zu versorgen. Und zusätzlich kann dann die elektrische Leistung auch noch dafür verwendet werden, Licht und andere elektrische Verbraucher anzuschließen. Mit diesen thermoelektrischen Elementen erzeugen wir die elektrische Energie. Der Strom wird erzeugt, indem über ein solches Element eine Temperaturdifferenz aufgebracht wird. Und durch diese Temperaturdifferenz entsteht dann eine Spannung, die wir dann elektrisch nutzen. Und so sind wir in der Lage, mit dem Ofen 250 Watt elektrische Energie zu erzeugen. Dafür müssen wir einen thermischen Strom durch diese Elemente geben. Die Elemente werden gekühlt mit dem Heizungswasser und mit Wärme versorgen wir sie über die Flammen.